Wie dick solltest du eigentlich dämmen? Also was ist die optimale Dämmstärke für den richtigen Nutzen für dich? Zum einen von der Energieeinsparung, zum anderen von der wirtschaftlichen Seite. Und ab wann lohnt es sich nicht mehr, noch dicker zu dämmen? Wer regelt eigentlich die Dämmstärke? Wer sagt dir, wie dick du dämmen sollst? Und da wir in Deutschland wohnen, ist doch klar, da gibt es ein Gesetz dafür. Und zwar seit 2020 heißt das neue Gesetz GEG. Gebäudeenergiegesetz. Dort ist geregelt, wie dick du dämmen musst. Das Gebäudeenergiegesetz regelt zum einen Altbau, zum anderen Neubau. Im Neubau wird die gesamte Gebäudehülle betrachtet. Da muss die gesamte Gebäudehülle gewisse Anforderungen entsprechen. Und da ist nicht jedes einzelne Bauteil entscheidend, sondern der Gesamtwärmeverlust im Haus ist da entscheidend. Das sagt, wie gut gedämmt werden muss. Im Altbau wird oft nur ein Bauteil saniert. Wand oder neue Fenster, neues Dach. Und dort hat man so Kenngröße spezialisiert wie der U-Wert. Und der U-Wert sagt, wie viel Wärme wandert durch das gesamte Bauteil. Also wenn das Bauteil gut gedämmt ist, wandert halt weniger Wärme durch. Wenn schlecht gedämmt ist, kann mehr Wärme durchwandern. Und einfach so eine Kenngröße, die du vielleicht schon mal gehört hast, ist die 0,14, die gerade im Zuge von Fördermöglichkeiten in letzter Zeit häufig erwähnt. Als Beispiel habe ich hier mal was aufgebaut, wie es beim Bauen im Bestand aussehen könnte, wie man ein Dach dämmen kann, wo man beginnt und wo man aufhören sollte. Also das hier zeigt die Dachkonstruktion, die Balken. Also da wird man auf jeden Fall auch dämmen. Und das andere wäre dann die Aufdachdämmung. Was kann man nach oben drauf packen, um die Dämmung optimal für Energieeinsparung zu gestalten? Ich habe es hier extra so ein bisschen markiert. Das sind vier Einzelplatten, um zu zeigen, wo es denn losgeht. Und diese Stufe hier, an dieser Kante, das wäre jetzt mal das, was man mindestens dämmen sollte. Wie vorher kurz erläutert, das ist der Mindestwärmeschutz, den man braucht, wenn man ein Gebäude saniert. Und das ist diese Dämmstärke. Dort dämmt man, ich würde mal sagen, gut. Habe ich was vorbereitet? Ich tage das jetzt mal hin. So. Das nennen wir jetzt mal die Mindeststärke. Das musst du mindestens dämmen und damit es gut gedämmt ist. So, hier ist die nächste Stufe. Diese Stufe ist die, die ich immer empfehlen werde, weil hier wird es wirtschaftlich. Dieser Teil ist das, was man mehr dämmt und was aktuell vom Staat noch gefördert wird. Also du machst hier eine dickere Dämmung, bekommst das gefördert und dann wird die Dämmung, sage ich mal, sogar top. Also nutze ich hier Förderung vom Staat und im gleichen Zug bringt es dir auch in der Energieeinsparung noch was. Deswegen machen wir diese Stufe, als nächstes. Ich nenne es dann wirtschaftlich top. Also dieses Paket aus dem Bestand, Aufbau Mindest, Aufbau top gefördert, so hast du eine optimale Dämmung. In diesem Bereich endet für mich die wirtschaftlich gute Dämmung, die man heutzutage machen könnte. Bis dahin und mehr würde ich nicht dämmen. Hier oben, diese Lage, klar, wird noch einmal einen besseren Dämmwert bringen, also die Wärme bleibt zwar noch länger im Haus erhalten, aber der Kostenaufwand ist dort natürlich noch einmal hoch. Deswegen bezeichnen wir das Ganze jetzt mal hier als überflüssig. Also bis hierhin wirtschaftlich top, hier oben überflüssig. Diese Kosten hier oben würde ich lieber in was anderes investieren. Vielleicht brauchst du neue Fenster oder möchtest in Zukunft noch die Fassade angehen zu dämmen, würde dort im Ganzen mehr bringen. Das war jetzt meine Meinung zur Dämmstärke, Dämmstoffdicke. Wenn du weiter gut informiert sein möchtest, abonniere doch bitte den Kanal. Hier gibt es ständig neue Videos zum Thema Dach, Wärmedämmung, Förderung. Und wenn du sonst Fragen hast, kannst du mir in den Kommentaren in der Nachricht hinterlassen. Ich werde dir auf jeden Fall antworten. Bis dann, dein Mike.